wir leben, denn wir leben in einer Übergangszeit. Folge einer Signalstörung, zurzeit 22 Minuten Verspätung an Regionalbahn nach Lüdenscheid über Dortmund Signal Innerpark, Dortmund Tierpark, Hagen Hauptbahnhof. Hier im alten Rote-Erde-Stadion habe ich am 8. April 1967 zum ersten Mal gestanden, nämlich beim Fußball-Länderspiel Deutschland-Albanien. Und hier hat Gerd Müller sein erstes Tor für die Nationalmannschaft geschossen. Sein letztes erzielte er dann 1974 im Endspiel gegen Holland. Und hier war es ungefähr, wo Gerd Müller sein erstes Länderspiel-Tor schoss. Und zwar hier. Was sind hier nicht schon für Tore gefallen? Zum Beispiel bei 5:0 über Benfica Lissabon, als der BVB den Spitzenklub aus Portugal hier herausfegte. Direkt daneben die Kirche Jesu Christi der letzten Tage. Die Macher des WDR sitzen hinter einem hohen Maschendrahtzaun, der oben nach innen gebogen ist. Das heißt, es kann keiner hinaus, es soll keiner hinaus und sie wollen auch gar nicht, denn die Realität liegt ihnen doch sehr fern und also spart man sie aus. Zufällig treffen wir hier im Zoo auf den Rat der Stadt Dortmund. Der hängt hier einfach so rum. Hoffentlich macht er jetzt nichts. Mama! Mama!
Da ist der Tiger wieder, siehst du? Da hinten läuft er. Ach, geh mal gucken. Thank you.
Denn wir leben, in einer Übergangszeit. Denn wir leben, in einer Übergangszeit.